Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Powerwort TV zu einer neuen Runde Overwatched Closed Beta. Zum Glück habe ich hier wieder direkt in dem ersten Game, was ich spiele, ein Mission Match erwischt. Das heißt, es gibt 2 bis 3 Runden, je nachdem, welches Team jetzt hier dominiert. Ich spiele einen Helden, den ich, glaube ich, noch nie für euch aufgenommen habe, den ich auch selber, ja, noch gar nicht so gut kann, weil ich ihn selber, wie gesagt, noch nicht viel ausprobiert habe und dementsprechend mit euch gemeinsam lerne. Die Rede ist von Junkrat, eigentlich dem Helden, der von Mike gemaint wird. Wow. Aber eins ist klar, seine Bomben waren doch eigentlich ganz interessant, oder? Na, wir sollten uns jetzt mal um den Zielpunkt kümmern. Hoppala, 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 hoppala. Da hat mich von hinten direkt einer weggenatzt. Eieiei, es ist immer schwierig, wenn man einen Helden das erste Mal spielt, mit dem richtig klar zu kommen. Vor allen Dingen, was mich gerade ärgert, die Gegner haben jetzt schon über 20%. Also da sollten wir uns mal ein bisschen ins Zeug legen. Jetzt muss ich mir ganz kurz mal was zum Heilen nehmen. Ah, ich dachte, er wäre vielleicht noch in die Falle reingelaufen. Na, wenn wir das hier gewinnen wollen, dann müsste ich vielleicht gleich mal den Helden wechseln. Aber jetzt die Runde ziehe ich erstmal eiskalt durch. Okay, ich habe die Ulti. Die ist ja eigentlich immer sehr stark gewesen. Vorsicht, Gegenverkehr! Ich verliere dich! Angriff! Zeit für zu diesem Krieg! Komm schon! Wie? Wie? Du tötest nicht mal jemanden? Natürlich hast du immer jemanden getötet. Alter! Was geht bei Winston? Fehlgeschlagen. Na gut, dann muss ich jetzt auf jeden Fall den Helden wechseln. Es nützt alles nichts. Ich wollte euch unbedingt Junkrat zeigen, aber dann müsst ihr doch mal lieber bei Mike vorbeischauen. Jetzt gehen wir mal über zu... Symmetra mag ich ab und zu. Gehen wir mal zu dem guten alten Klassiker Winston. Vorstellungskraft ist der, ja, wir haben eine schöne tanky Team-Konstellation. Reinhardt, D.Va, Winston, das sollte eigentlich passen. So, wenn wir das jetzt einnehmen, ja, let's try and do better. Of course, natürlich wollen wir das jetzt besser machen. Ja, die Gegner haben gerade richtig schön rasiert. Hier sorge ich doch mal für ein kleines Scharmützel. Okay, einen mitgenommen. Dafür bin ich gestorben. Ja, Winston wurde genervt. Ich merke das ganz, ganz deutlich. Der wurde vor, lass mich lügen, vor ungefähr 2 Wochen genervt. Und seitdem sein Schild nur noch die Hälfte an Leben aushält, das merkt man ganz klar, dass er nicht mehr so der Übertank ist. Wir sind gerade am Einnehmen. Wir sind gerade am Einnehmen. Wunderbar. Oh! Oh, sie ist mir wirklich davon gekommen. Hehe.
Oh yeah, das ist schöne Gorilla Power. Oh, really? Ja, mit Winston läuft doch wieder den alten Main einfach. Was war das denn, Alter? Ist mir einfach ins Gesicht geschossen. Jetzt will ich mir nochmal einziehen. Und. Bam. Ja, das ging ziemlich schnell. Okay, ich habe meine Ulti. Wir haben 50%. Ja, das sieht jetzt nach einem Sieg aus. Und dann kommt die dritte Map. Und das ist eigentlich eine ziemlich schöne. Da werde ich dann wahrscheinlich den Helden auch nochmal wechseln. Um euch nochmal was. Wow, nochmal was anderes zu zeigen. Bam. 61%. Na, immerhin die Silbermedaille im Schaden. Komm schon! Hier ist. Und jetzt raus. Bam! Gorilla Power, ich sag's doch, ey. Oh, schöner Killstreak. Den krieg ich auch noch. Punkt gesichert. Nice. Junge, da wechselst du einmal den Helden. Ne? Es ist so wichtig, was für eine Teamkonstellation man hat. Ah, ich überlege, ob ich jetzt noch bei Winston bleibe, aber wisst ihr, wen ich jetzt nehme? Bastion. Ist einfach in dieser Map gar nicht mal so schlecht und ich habe diesen geilen Skin. Habe ich mir freigeschaltet für, ich glaube, 250 Gold. Okay, diese Map ist auch gar nicht schlecht für einen Bastion. Man kann sich nämlich, ja, man hat so einen kleinen Kerker, den muss man quasi einnehmen, also so eine kleine Kuhle. Und wenn du da an der Seite stehst, kannst du die Gegner super wegfetzen. So, wir müssen jetzt eigentlich nur die schnellsten vor Ort sein. Die Gegner hatten aber einen Lucian oder Lucius oder wie auch immer der hieß. Lucifer oder wie auch immer, den Schwarzen auf Rollschuhen. Und der kann das ganze Team schneller machen, also ein ziemlich guter Charakter. Gerade in so einer Map ist er richtig gut, wenn er mit dabei ist. So, jetzt gehen wir hier mal schön durch. Oh, wie sie es gesehen haben. Ja, das war gut. Das war sehr, sehr gut. Sogar der hat mich erwischt. Ha, guck dir das an. Ah, böse. Okay. Direkt nochmal. Oh. Nicht, dass ich gleich wieder auf Winston switchen muss. Will ich nicht. Ich will eigentlich mit Bastion hier gewinnen. Na, wir müssen aber den Punkt einnehmen, Leute. Da. Jetzt stehe ich gut. Jetzt stehe ich verdammt nochmal gut. Und jetzt können wir den Punkt einnehmen. Jetzt bleibe ich stehen. Kurz regenerieren. Das ist eine geile Fähigkeit. Ich stehe hier als Panzer. Und ich regeneriere mich einfach. Okay, da war jemand. Die kleine Maus. Und weg. Fünf Spieler Killstreak. Na, kommt er hier lang? Da ist er. Yo! Yo! Tank Power. Und da ist noch. Da ist Fahrer. Habt ihr sie gesehen? Acht Spieler Killstreak und ich bin Gold in Eliminierung. Da habe ich aber richtig was aufgeholt. Junge, als Bastion kann man rasieren. Man braucht aber absolut das richtige Positioning. Verteidige den Punkt. 45 zu 32. Ich kann mich in einen Panzer verwandeln. Eine der sehr, sehr starken Ultis in diesem Game. Und bald könnt ihr das Spiel auch spielen. Es wird demnächst released. Position.
Bald die heilende Ruhe. Oh! Ich verschankste mich hier, Mann. Nee, die Position gefällt mir gerade gar nicht. Oh, oh, oh. Von hier war besser. Von hier war besser. Habe ich eine wesentlich bessere Sicht. Und wir haben gewonnen. Nice. Habe ich tatsächlich... Ah, ich bin auf Bronze abgestiegen. Alte Belly. Aber mit Bastion kann man wirklich geil rasieren. Also ihr habt jetzt Junkrat gesehen. Hat aber nicht ganz so gut funktioniert, weil ich einfach... Man braucht ein bisschen Übung mit jedem Helden, das ist klar. Dann habe ich Winston gespielt, meinen alten Main. Das hat sehr gut funktioniert. Und mit Bastion nochmal richtig schön rasiert. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Mission Match entschieden durch die richtige Champion-Wahl. Das ist ganz, ganz entscheidend. Das Team muss einfach passen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.